And the Loris Academy has chosen the Germany men's football team. Der nächste Titel für Jogis Jux. Die deutsche Fußballnationalmannschaft gewinnt bei den Laureus World Sports Awards in Shanghai den Preis für das weltbeste Team. Das ist schon ein besonderer Titel, weil er natürlich auch international ist und auch hier von Top-Athleten gegeben wurde. Es ist nicht irgendwie eine Abstimmung von Fans, sondern es sind Weltklasse-Athleten, die Champions in ihren Sportarten waren, die natürlich die Sportarten bewerten und die wissen, was hinter so einem Erfolg steht. Insofern freut es uns riesig, dass wir hier nochmal ausgezeichnet wurden. Fußball schlägt Motorsport in der Kategorie Laureus World Team of the Year. Im Duell der deutschen Weltmeister 2014 setzt sich die DFB 11 gegen das Formel-1-Team von Mercedes AMG Petronas durch. Nach dem vierten Stern bei der Fußball-WM in Brasilien, jetzt der Laureus in China. Ja, man hat natürlich schon gewisse Dinge noch in Erinnerung. Und manchmal ist es ganz gut, wenn man wieder so ein bisschen Abstand gewonnen hat, dann freut man sich auch wieder Bilder zu sehen. Also es war schon gegen Ende des Jahres, wo man gesagt hat, letzten Jahres, jetzt ist mal irgendwie gut, wir wollen nach vorne schauen, WM ist jetzt auch abgehakt. Aber jetzt sieht man natürlich die Bilder immer wieder gerne und ich habe heute noch zum Uli Vogt gesagt, der mit mir gereist ist. Also man hat noch den Geruch von Campo Bahia in der Nase, das Gefühl, und ich glaube, das wird auch immer bleiben. Sie haben ihren absoluten Höhepunkt in dem Moment erreicht, als es am wichtigsten war, bei der WM. Sie waren auf dem physischen und psychischen Höhepunkt. Ihr Zusammenhalt war fantastisch. Das war der Grund für ihren Erfolg. Die beiden anderen deutschen Nominierten, Mario Götze in der Kategorie Laureus Breakthrough of the Year und Monoskifahrerin Anna Schaffelhuber in der Kategorie Sportsperson with a Disability, müssen sich der Konkurrenz geschlagen geben. Erstmals findet der Laureus Award in China statt. Unter den Preisträgern auch die Tennisspielerin Li Na, die als erste Chinesin ein Grand-Slam-Turnier gewinnen konnte, sowie der Basketballer Yao Ming, der den Preis in der Kategorie Spirit of Sport abräumt. Ich fühle mich so geehrt, dass die Academy mich ausgezeichnet hat und das hier in Shanghai. Das lässt mich weitermachen und gibt mir auch noch mehr Verantwortung. Internationale Stars wie Bill Murray oder Karolina Kurkova und eine glamouröse Show im Shanghai Grand Theater machen die 16. Preisverleihung einmal mehr zu einem Highlight des Sportjahres. Das ist ein fantastisches Event. Das ist das ganz große Ding im Sport. Hier kommen alle zusammen, die alten und die neuen Gesichter. Es ist sehr inspirierend, nicht nur, weil es hier um die Laureus Sport for Good Foundation geht. Das ist auch ein Glamour-Event der Extraklasse und ich bin stolz, ein Teil davon zu sein. Die Laureus World Sports Awards 2015 in Shanghai und die deutsche Nationalmannschaft krönt mit ihrem nächsten Titel ein außergewöhnliches Jahr.